Lilo, heute mal wieder ein Video zum Thema Multimedia im Wohnzimmer gebastelt, live aus meinem Wohnzimmerchen. Gut, ihr kennt ja aus den anderen Videos meinen kleinen Bildschirm schon und der hat noch einen kleinen Bruder gekriegt da in der Ecke. Ne? Das ist mein Laptop. Den nehme ich jetzt momentan als Multimedia-PC, der steht da so rum und ist angeschlossen an den Monitor, an den Fernseher mit VGA-Kabel und schon habe ich das Bild, was normalerweise auf dem Laptop ist, direkt auf dem Monitor. Ist natürlich normalerweise kein Hexenwerk, könnte für die interessant sein, die überhaupt mal mit der Idee spielen, ein Multimedia-System aufzubauen, aber das nicht permanent aufbauen können oder dürfen, weil die Freundin sagt, na, so ein Gebastel im Wohnzimmer will ich vielleicht nicht, aber wenn sie sich dran gewöhnt hat, dann vielleicht doch. Also temporär vielleicht meinen Laptop hinstellen, so wie ich das gemacht habe. Laptop im Moment steht ja auf so einem ausgedienten PC-Gehäuse. Was da drunter ist, ne, habe ich dann quergelegt, so U-förmig ist das ja, da habe ich es quergelegt. Laptop steht da drauf. Dort läuft dann der Clementine Multimedia Player vorne dran. Am Laptop. Vorne am Laptop ist eine Audio-Anschlussbuchse bei mir. Und daran habe ich dann die Stereoanlage angeschlossen. Audioausgang, Kopfhörerausgang geht an die Stereoanlage, die hier bei mir direkt daneben steht. Bei mir ist hier alles schön in einer Art Netzwerkschrank unter dem Fernseher. Da habe ich auch direkt Internetanschluss. Also ich gehe nicht über WLAN rein. Hab dort unterbrechungsfreie Stromversorgung und so weiter. Müsst ihr natürlich nicht machen. Ist aber ganz nett, das direkt an die Stereoanlage anzuschließen. Dann könnt ihr auch gleichzeitig Fernseh schauen und Musik hören. Das hört sich vielleicht blöd an. Ist aber in der Praxis ganz nett, wenn man zum Beispiel mal NTV schaut, die Nachrichten als Ticker so leise mithört und dann hat man einen leisen Trance-Song als Unterlegmusik. Ist ganz nett. Gut, als Fernbedienung dient eine kabellose Tastatur, kein Problem. Die hat hier bei mir, ist eine von Logitech, direkt aus dem Mausbad mit drin. Also braucht man nicht mit einer Maus rumhantieren. Finde ich ganz witzig, wollte ich nur kurz gezeigt haben. Dann hatte ich mir einen USB-Stick besorgt, wo Ubuntu schon mit drauf ist. Ne? Zum Verschenken an Kollegen, Bekannte. Ist dann auch ganz nett für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, ob sie Windows vielleicht doch drauf lassen auf dem Laptop. Können sie erstmal so einen USB-Stick sich besorgen. Habe ich aus dem Linux Online-Shop und da habe ich mir noch was bestellt. Und wie das aussieht, eine etwas platzsparende und noch schönere Lösung für diejenigen, die sagen, das ist mir zu viel Geraffel. Ne? Die möchten vielleicht ihren PC hinterm Fernseher verstecken. Und sowas habe ich mir bestellt, werde ich demnächst wohl, nächste Woche, wenn ich es kriege, mal ein Video dazu machen. Wie gesagt, hier ist jetzt Ubuntu 12.04 LTS drauf, Clementine Musikspieler und die Hintergrundmusik kommt als Livestream, also ist nicht auf der Festplatte von Atomic Cat über Yamendo. Da empfiehlt es sich halt, eine direkte Netzwerkkabelverbindung zu haben, dann bricht auch die Musik nicht ab. Na. Hängt natürlich davon ab, wie schnell euer DSL ist. Ne? Da drosselt momentan zum Glück auch nicht die Drosselcom. Gut, wollte ich nur kurz gezeigt haben. Finde ich ganz nett. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.